Also langsam atmen ist ein Start, aber es gibt auch ein paar Regeln, Okay. damit diese langsam atmen am effektivsten so wird. Und diese Regeln sind nicht so kompliziert. Erstmal werden wir versuchen, mit 6 Zyklen pro Minute zu atmen. Also wenn ich ganz normal atme, bin ich zwischen 12 und 20 Zyklen pro Minute. Ein Zyklus bedeutet einmal einatmen und einmal ausatmen. Okay? Mhm. Normalerweise sind wir zwischen 12 und 20 und Ziel mit unseren langsamen Atemübungen ist, diese Zahl runter um 6 zu bringen. Mhm. Und das hat auch eine Erklärung, das hat, ich muss nicht so in Details gehen, aber das hat zu tun mit unserer Blutdruckregulation, die auch mit einem 6 Zyklen pro Minute so Rhythmus funktioniert. Mhm. Und wenn wir auch mit 6 Zyklen pro Minute atmen, bringen wir beide Rhythmen eigentlich zusammen und dann die Wirkung ist noch stärker von langsamer Atemübung. Als weitere Empfehlung, wie soll ich diese Atemübungen am besten durchführen? Dann einatmen durch die Nase. Die Luft wird damit wärmer, reiner und auch feuchter. Und das ist besser für die Bearbeitung in unserer Lunge. Mhm. Das hat auch etwas zu tun mit unserem Gehirn, weil wenn wir durch die Nase atmen, werden wir so Gehirnareale aktivieren, die auch mit einer besseren Kognition zu tun haben. Und das passiert eben nicht, wenn wir durch den Mund atmen. Das ist wirklich ganz spannend. Was? Und das wissen wir seit nur ein paar Jahren. Ja. Kolleginnen in Amerika haben das gefunden. Also das ist ja echt mega spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe also gerade durch die Nase das bisschen aufwärmt und alles, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da auch wieder Gehirnareale mit zusammenhängen oder dadurch aktiviert werden. Das heißt, es ist immer empfehlenswert, wenn es geht, durch die Nase einzuatmen. Dann auch ausatmen mit der Nase? Oder? Sehr gute Frage. Eigentlich jetzt nicht mehr durch die Nase, sondern durch den Mund. Weil das ist einfacher zu regulieren und wir haben auch weniger Widerstand, um auszuatmen. Das heißt, Pattern wäre folgendes. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Genau. Dann die Frage, und das haben wir auch zusammen schon besprochen, brauchen wir oder nicht eine Pause zwischen einatmen und ausatmen? Es gibt viele Sportler, die das gerne mit Pausen machen. Was kann ich sagen aus Seite der Forschung? Eigentlich wissen, dass eine kurze Pause gar keinen Unterschied macht. Das heißt, wenn man sich damit wohlfühlt mit einer kurzen Pause, und was meine ich genau mit einer kurzen Pause? Wir haben zum Beispiel 0,5 Sekunden probiert und das macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied für den Vagusnerv. Das heißt, wenn man sich damit wohler fühlt, dann gerne diese kurze Pause, aber theoretisch braucht man das auch nicht. Was wir noch nicht wissen, ist, ob eine längere Pause vielleicht eine größere Wirkung, positive Wirkung hat, oder eben nicht, oder vielleicht sogar eine negative Wirkung hätte. Das wissen wir noch nicht und das müssen wir noch weiter forschen. Was noch wichtig ist, ist, dass für diese Atmung müssen wir auf jeden Fall den Bauchatmung so bevorzugen, weil damit werden wir uns viel besser entspannen. Wenn wir mit dem Brust atmen, dann werden wir viele Muskeln brauchen, die eigentlich wir überhaupt nicht beim Atmen brauchen, die viele Energie kosten werden. Und das ist einfach eine Energieverschwendung, die uns also stressen. Deswegen werden wir lieber mit dem Bauch atmen. Das hat auch andere Gründe. Muss ich nicht an Details erklären, aber vielleicht schon wichtig. Das hilft eigentlich, also unsere Zwerchfell besser zu funktionieren. Das ist sehr schön, das sind so Muskeln, die uns bei der Atmung hilft. Und wenn wir mit dem Bauch atmen, dann funktioniert er besser. Das heißt, du würdest jetzt uns allen empfehlen, so eben gerade die 6 Zyklen pro Minute, ungefähr 10 Sekunden sollte eben ein Zyklus gehen, etwa 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus, je nachdem, wenn man Pause möchte. Genau.
Also, und da lieber nicht einfach selbst probieren und im Kopf rechnen, das ist immer so schwer, Sekunden, also ganz genau zu rechnen. Man kann ganz, ganz einfach einen Regulator, Atemregulator auf YouTube finden, zum Beispiel, also auf Englisch oder Deutsch, langsame Atmung, 6 Zyklen pro Minute, man findet sofort ein paar Videos. Okay. Oder man kann auch gerne, also es gibt viele Apps, die das machen, auf Deutsch dann langsame Atmung, auf Englisch Paced Breathing, und mit dem Begriff, es gibt ein paar kostenlose Apps, die ungefähr in, also alle das Gleiche tun. Es heißt einfach ein Regulator, ein Pacer für das Atmen und wie man, also wie lang man soll dann einatmen und ausatmen. Und dann die genaue Zellen wäre zum Beispiel, ich muss noch etwas erklären, ja, das ist auch wichtig, dass die Ausatmung länger dauert als die Einatmung. Warum ist das? Weil die Ausatmung wird unsere sogenannte Parasympathikus-Nervensystem stimulieren mit dem Vagusnerv, also denn das System braucht wir zum Entspannen, und im Gegenteil, Einatmen wird unser Sympathikus-Nervensystem aktivieren. Und deshalb brauchen wir eine kürzere Einatmenphase, damit wir nicht so viel unser sympathisches Nervensystem aktivieren, aber dann dafür länger unser parasympathisches Nervensystem länger aktivieren, damit wir eine höhere Wirkung haben können auf unsere Vagusnerv. Genau. Und dann komme ich wieder auf die Zellen jetzt für Einatmen und Ausatmen. Und also ganz pauschal kann man sagen, also wenn man ganz einen kleinen Unterschied möchte, kann man schon 5,5 Sekunden einatmen, dann 4,5 einatmen und 5,5 ausatmen dann anfangen und dann langsam weiter probieren. 4, 6, 3,5, 6,5, 3, 7. Und dann man kann einfach für sich selbst testen, welche Verhältnis zwischen Einatmen und Ausatmen fühlt sich am besten. Genau. Es gibt dann weitere Möglichkeiten, die, also die sogenannte Resonanzfrequenz, das wäre die beste Frequenz für jeden Mensch. Das können wir einfach so nicht bestimmen. Dafür brauchen wir auch weiter ein Elektrokardiogramm, um diese unterschiedlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit Herzratenvariabilität, im Zusammenhang mit dem Vagusnerv zu bringen. Und da können wir wirklich so ganz genau den Finger so zeigen und das und sagen, das ist die beste Frequenz, weil diese Atemfrequenz hat, also bringt die besten Ergebnisse für das Herz. Okay. Und wenn mich, also wenn ich die herausfinden wollen würde, wie habe ich da die Möglichkeit? Dafür braucht man ein System, um seine Herzratenvariabilität messen zu können. Entweder durch Elektrokardiogramm, es gibt immer, also, immer wieder so zugängliche Apparate, aber sonst ganz vielleicht einfacher mit Smartphone-Apps, die uns ermöglichen, die Herzratenvariabilität zu messen. Und eine kostenlose App der Smart ist zum Beispiel Elite ARV. Und also ist kostenlos, aber man braucht trotzdem dann ein Gerät dafür, und zwar eine Pulsgürtel. Okay. Genau. Die ab, also wenn ich so Preise nehmen soll, dann ab schon 50, 60 Euro, man findet solche Gürtel, die kompatibel mit der App sind. Und dann kann man anfangen, seine Herzratenvariabilität zu messen. Und dann, wenn man mit unterschiedlichen Atemfrequenzen, so langsamen Atemfrequenzen atmet, kann man dann bestimmen, mit welcher Frequenz erreichen wir die beste Werte von Herzratenvariabilität bzw. die beste Stimulation für den Vagusnerv. Ja. Wie ist denn das? Verändert sich die Herzratenvariabilität auch mit dem Alter, oder kann ich es trainieren, dass es also stetig nach oben geht oder wie auch immer? Also Herzratenvariabilität ist ganz hoch, wenn wir unser Leben anfangen, also als Babys, und dann geht sie nur runter. Okay. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir etwas dagegen tun können. Mhm.
Und zwar, also jetzt habe ich eben die Atemübungen genannt. Nicht nur, wir haben auch andere Möglichkeiten, also so Sport und eigentlich alle Ratschläge, die wir für Gesundheit hören. Also man kann viel mit Ernährung machen, man kann viel, wie gesagt, mit einer ja, gesunden Diät erreichen, mit einem aktives Leben erreichen, mit einer aktiven, also meine ich körperlich, aber auch geistig, wenn wir viel mit anderen Menschen zu tun haben, das ist auch unser soziales Umfeld. Also es gibt schon viele Parameter, die, die unsere Essverhaltensvariabilität positiv beeinflussen können. Okay, wie ist es dann? Ihr habt ja in der Forschung ganz viele Sportler, oder hauptsächlich, denke ich, gehabt. Zeigen die dann im Vergleich zum Durchschnittsbürger eine höhere Herzratenvariabilität schon, oder? Ja, weil und meistens sehen wir das in Ausdauersportler, aber allgemein mit, also sobald man mit Sport anfängt, dann sind wir Verbesserungen im Herz, im kardiovaskulären System und das spiegelt sich auch im Herzratenvariabilität, genau. Okay. Das heißt, im Sportler, Herzratenvariabilität ist im Durchschnitt höher als im Vergleich mit Menschen, die überhaupt keinen Sport treiben. Mhm. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand ja, das auch trainieren möchte, was würdest du da empfehlen? Mal anfangen mit 2 Minuten am Tag auf die Atmung zu achten, das zu machen, oder? Also ich würde schon sogar ein bisschen länger, weil das sagen auch die Studien. Ich würde schon mit 15 Minuten anfangen, kann man gerne 3x5 Minuten machen und das funktioniert. Ich jetzt Studiebeispiel. Wir haben in der Sporthochschule eine Studie durchgeführt, abends für 30 Tage. Und abends für 30 Tage, unsere Probanden sollten entweder 15 Minuten diese Atemübung machen oder 15 Minuten soziale Netzwerke. Instagram, WhatsApp, Facebook, also alles Mögliche. Vor dieser Intervention haben sie 1,5 Minuten mobiles EKG-System geschlafen, zu Hause. Und nach der Intervention das Gleiche. Was haben wir beobachtet? Was ist rausgekommen? Nach 30 Tagen, unsere Experimentalgruppe, also unsere Atemgruppe, hatte eine höhere Herzfrequenzvariabilität während der Nacht. Was bedeutet das im Vergleich mit unserer Kontrollgruppe, die sich mit der sozialen Netzwerke beschäftigt hatte? Wie können wir das erklären? Also, diese Wiederholung von Vagusnerv-Stimulation jeden Tag, also jeden Abend von Schlafen gehen, während 30 Tage, war wirklich so eine ja, chronische positive Stimulation des Vagusnerv. Und diese chronische positive Stimulation des Vagusnerv hat dazu beigetragen, dass das Herz auch nachts sich mehr erholt hat. Können wir das auch so sagen. Und das hatte auch zu tun mit einer besseren Schlafqualität, die wir subjektiv erfasst haben. Um das mit anderen Wörtern zu erklären, das Herz hat besser geschlafen und hat sich wohler gefühlt nachts, weil unser parasympathisches Nervensystem war aktivierter nach dieser Atemübung. Wie war das dann langfristig? Also wie lange hat ihr das angehalten? Habt ihr das auch noch geprüft? Das ist eine sehr gute Frage und das haben wir nämlich geprüft, noch nicht öffentlich, aber die Ergebnisse kennen wir schon. Und also die Ergebnisse sind nicht enttäuschend. Ich glaube, das ist schon so einfach. Also was wir herausgefunden haben, ist, dass die Ergebnisse dauern. Ich weiß, wir haben dann 3 Monate später geprüft. Und war alles weg. Wenn man das aufhört, war alles weg. Okay. Und für mich ist auch eine gute Nachricht. Warum sage ich das? Weil das ist eigentlich wie Trainings. Das ist wie Sporttraining. Und ich glaube, man kann das sehr gut verstehen, wenn ich sage, okay, wenn ich überhaupt nicht trainiere für 3 Monate, dann sind auch alle körperlichen Anpassungen weg. Ich muss weiter trainieren, wenn ich, also wenigstens vielleicht 1 oder 2 Mal die Woche kommt auf einmal, was ich mache und was ich erzielen möchte. Aber schon, um meinen Körper fit zu halten, muss ich weiter trainieren. Und wenn ich aufhöre, dann die Ergebnisse sind weg.
Und für diese Atemungen war das genau das Gleiche. Wenn ich aufhöre, wenn ich wirklich aufhöre und gar nicht mehr mache, dann ist einer gewisser weg. Schade und gut zugleich. Aber wie gesagt, ist ja das Positive, das ist wie beim Sport eigentlich. Und das ist auch, ich werde auch so das Wort nutzen, das ist gerecht. Also wenn man etwas erreichen möchte, dann muss man auch etwas also dafür machen. Ja, okay, spannend. Hast du sonst noch an uns und die Hörer irgendwelche weiteren Tipps, die wir nutzen könnten, um einfach auch die Stressregulation zu nutzen? Genau, also auf jeden Fall langsame Atemungen sind das Beste, das ich euch empfehlen kann, weil das, also das hat die Forschung gezeigt, das funktioniert einfach am effektivsten, wenn es um die Aktivierung von Vagusnerven geht. Sorry, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, das kam jetzt gerade hoch. Kann es dann auch sein, weshalb Meditation und sowas auch effektiv ist? Da gibt es ja auch viele Atemübungen, wo genau, also ich denke, das anspricht. Auf jeden Fall. Und Meditation ist auch sehr gut dafür, weil das hat auch andere Komponente, andere kognitive Komponente, andere Aufmerksamkeit-Komponente. Und das hat auch, das wird auch andere Wirkungen haben. Aber interessanterweise, bei Meditation wissen wir schon, dass die Haupteffekte über den Vagusnerv kommen durch diese langsame Atemübungen. Das heißt, das ist wirklich diese Atemteil von Meditation, die auch die Effekte über den Vagusnerv erklären können. Okay, ja. Danke, sorry für die Unterbrechung. Oh, überhaupt kein Problem, weil es auch sehr offiziell und sehr bekannt. Beim Yoga auch, ich wurde oft gefragt beim Yoga. Yoga ist, hat viele Vorteile für die Gesundheit, aber auch Effekte über den Vagusnerv, also diese Entspannungseffekte, kommen hauptsächlich durch diese langsame Atemungen, die man bei Yoga machen kann. Mhm. Ja, stimmt. Genau. Und eine vielleicht noch lustige Methode, die wir jetzt ganz frisch haben in der Sportschule, die Methode ist in sich nicht neu, aber dass wir das wissenschaftlich untersuchen schon und dann, dass wir auch wissen möchten, was genau passiert für Sportler und für den Vagusnerv. Und zwar, das ist ein Torreflex. Torreflex bedeutet, ist eigentlich, was passiert, wenn man seinen Kopf, also eigentlich nicht ganz, also braucht man nicht den ganzen Körper, nur den Kopf im Wasser tut. Und man, wenn man seinen Kopf im Wasser hat, dann kann man nicht weiter atmen. ganz klar. Und dann, was passiert? Es passiert eine sogenannte Bradykardie. Mein Herz schlägt langsamer und dann meine Vagusnerv wird aktiviert, weil dann, das ist wie eine ökonomische Energiemodus. Ich muss Energie sparen, weil ich kann nicht weiteratmen und mein Vagusnerv hilft mir, diese Energie zu sparen, indem er sich also aktiver wird. Und durch den Vagusnerv, er bringt alles andere runter. Genau. Okay. Das heißt, man kann als Übung seinen Kopf ins Wasser stecken und möglichst ganz lange genau die Luft anhalten. Und das mache ich selbst oft im Büro. Das ist sicher so, man kann den Wasser bekommen. Ich kann einfach so Kopf rein für, also so lange, wie ich das halten kann. Und dann ist man also ganz frisch, klar, aber auch ganz so entspannt durch diese Aktivierung von Vagusnerven. Spannend. Vor allem, es hört sich nach einer ganz schnellen Intervention an. genau. Ah, cool. Das bringt, ich weiß nicht, ob ihr in die Richtung auch schon untersucht habt, das mit dem Kopf ins Wasser, kommt mir irgendwie bekannt vor von dem Wim Hof, der hat ja auch so kalt duschen und also so Sachen, Luft anhalten. Ganz genau. Einiges rein. Und Wim Hof, also das ist diese Methode, wo man erstmal eine Hyperventilation macht und dann Luft anhalten, Kopf möglicherweise in Wasser. Und also die Effekte dann sind ein bisschen anders, aber man kann eine höhere Aktivierung kriegen durch diese Hyperventilation von Wim Hof. Und das hilft auch, Kälte besser zu bewältigen. Krass, wie das alles zusammenhängt. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es mit der Kälte auch noch einen Einfluss hat. Ja. Ja, super. Also mega spannend, Silva. Also toll, ich finde es jetzt genial. Und für jeden, der zuhört, probiert es mal aus. Mit der langsamen Atmung und auch Kopf ins Wasser, wenn es mal schnell gehen muss. Genau. Hast du sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern gerne mitgeben würdest für ihr Leben oder generell?
Ich glaube, das wäre tatsächlich meine wichtigste Tipps und dann vielleicht ein gewisses Tipp ist einfach probieren, wie du das gesagt hast. Also man muss das für sich selbst probieren, weil die Forschung hat schon gesehen, dass das funktioniert und man muss nur dann schauen, ich glaube, das Schwierigste ist immer zu sehen, okay, wie kann man das am besten in sein Leben integrieren und dann muss man dann das einfach probieren. Ja, super. Wenn jetzt irgendwelche Zuhörer noch mehr über dich, über deine Forschung erfahren wollen, wo können sie denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen oder irgendwas über dich, über das Thema finden? Genau, also ich habe ein paar Videos auf unterschiedliche Sprache in YouTube, mit meinem Namen, vielleicht können wir das verlinken in dem Podcast. Ja. Machen wir in den Shownotes. Ich habe hab auch so eine Webseite für meine mentale Training Praxis, die Fortitude Mental Training heißt, kann ich auch gleich schreiben. Mhm. Und letztendlich, wenn man Interesse hat für alle originale wissenschaftliche Studien, es gibt eigentlich eine tolle Webseite, die ResearchGate heißt, und man kann fast alle Artikel dann kostenlos runterladen. Die sind allermeistens auf Englisch, aber so ist die Forschung. Aber man kriegt eben dann wirklich die letzten Ergebnisse, bevor sie in den Nachrichten kommen oder bevor sie irgendwann in Bücher auftauchen. Nee, klasse, dann verlinke ich das Ganze in den Shownotes. Super. Und dann geht's jetzt an alle von uns ans Ausprobieren. Ja, genau. Dann sage ich dir nochmal vielen lieben Dank. Super Thema, wie jeder von uns ja, seine Herzratenvariabilität steigern kann und dadurch auch den Stress besser regulieren kann. Perfekt. Dann danke dir und mach's gut. Sehr gerne. Tschüss, Marcel. Ciao, Silva. Tritt unserer Telegram-Gruppe bei und werde Teil der Macher-Community. Den Link zur Gruppe findest du unten in den Shownotes. Werde zum Macher und Regisseur deines Lebens.